Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video meines neuen VW e-Up Modellgeneration 2 mit 32,3 Kilowattstunden netto Batterie. Ja, der neue e-Up, ich zeige ihn euch jetzt einmal in der Außenansicht hier in Dark Silver Metallic. So sieht das gute Stück aus. Wir sind hier jetzt auf einem doch etwas größeren, sage ich mal, Parkplatz. Und werden auch schon beäugt, sozusagen. Ja, was gibt es zu sagen? Nettes, kleines Fahrzeug, habe jetzt die ersten 200 Kilometer gefahren. Ist immer als Fünftürer ausgeführt. Die Batterie ist natürlich eine Kaufbatterie. Je nachdem, ob wir jetzt in Österreich oder in Deutschland sind, differenzieren natürlich die Preise und die Ausstattungslinien. Das ist reines Kataloglesen. Das kann man sich hier auch an dieser Stelle, glaube ich, sparen. Sehr knuffiges Teil mit Assistenzsystemen und ich sage einmal typischer Cityflitzer. Ja, meine Begeisterung hält natürlich an. Bisweilen, muss ich sagen, bin ich sehr angetan. Das Handling, das ist sucht seinesgleichen. Und auch das Bremsen, Rekuperieren mit den verschiedenen Rekuperationsstufen, auf die gehe ich dann später noch ein. Das passt eigentlich ganz gut. Zum Exterieur vielleicht in diesem Video. Wir haben hier die Ausführung mit den 15 Zoll Blade Felgen, bereits auf Winterreifen Dunlop Winter Response. Das sind glanzgedrehte Aluminiumfelgen, übrigens auch schon mit diesem neuen Logo, VW-Logo, zumindest glaube ich das. Nee. Das Fahrzeug hat es wie gesagt drauf. Und diese glanzgedrehten Felgen, hat man mir gesagt, sind auch für den Winterbetrieb absolut tauglich. So, wir haben natürlich kein Keyless, wir haben einen ganz gewöhnlichen Klappschlüssel. Den zeige ich einmal hier, ein bisschen verschärft. Zum Öffnen, Schließen, Kofferraumklappe aufmachen. Also hier ist sozusagen der Schritt etwas zurück in die Vergangenheit. Ist aber zweckmäßig, ist einfach gestaltet. Wir haben im vorderen Bereich neben dem neuen VW-Logo haben wir diese blaue Zierleiste, die charakterisiert sozusagen, dass es sich hierbei um einen elektrischen Up handelt. Gleichermaßen auch diese LED-Tagverlichter. Im Gegensatz zu den, sage ich mal, Brüdern im Konzern, dem Seat Mii Electric und dem Skoda Citigo EIV. Beziehungsweise besonders, wenn wir an den Citigo denken, sind das halt hier eben LED-Tagverlichter. Wir haben keine Nebelscheinwerferfunktion, wir haben keine Cornering-Funktion, also nicht, dass ich wüsste. Wir haben ganz normales Halogenlicht, also Halogenscheinwerfer und normale Blinkerbirne. Das Licht ist aber entsprechend gut. Dazu gibt es sicher noch ein eigenes Video, auch auf das Video des Kollegen Tesla Björn von vor wenigen Tagen kann man da gern verweisen, da sieht man das ganz gut. Ja, die Spiegelkappen beispielsweise, wenn wir sie hier mal kurz genauer betrachten wollen, sind eigentlich sehr unscheinbar. Wir haben das Blinklicht integriert, das sehen wir natürlich auch VW-typisch dann von innen hier an der Spiegelkappe. Wir haben natürlich Assistenzsysteme auch, wenn wir hier im vorderen Bereich uns anschauen. Dann haben wir einen Regensensor, haben wir eine Frontkamera. Die Frontkamera ist halt primär für diesen neuen Lane Assist. Die Notbremsautomatik gibt es ja nicht mehr. Die hat man eben zugunsten dieser, wie ich meine, Euro NCAP Bewertung, dass man hier einen Stern bekommt oder mehr bekommt, hat man das sozusagen hier umgeändert. Ja, ansonsten hinten eine durchgehende Glas
Scheibe, Heckscheibe wieder mit dem entsprechenden Modellschriftzug, wie man das schon beim Vorgänger gekannt hat, der E-Up, verändert. Wie gesagt, hat er sich also von außen grundsätzlich einmal nur sehr wenig, was sich natürlich sofort eben neben den neuen Logos dann auch hervorsticht, sind halt dann diese Feinheiten, wie beispielsweise, dass wir hier auch eine Rückfahrkamera dann mit dazu haben. Das ist etwas, was er seinen Konzernbrüdern zum Teil auch voraus hat. Die Rückfahrkamera befindet sich hier unten. Da können wir gleich mal ranzoomen. Und ich glaube, die wird halt nicht wirklich sehr von wenig Schmutz geplagt sein. Ich gehe schon davon aus, dass die entsprechend mehr beansprucht werden wird. Ja, das ist einmal soweit zur Außengeschichte. Machen wir vielleicht einmal kurz hier das Fahrzeug auf und gucken uns an, was wir eigentlich vorne unter dieser sprichwörtlichen Haube alles haben. Hierzu machen wir ganz typisch vorne auf und gucken hier mal, was wir alles haben. Ihr seht es auch schon, ich muss das Ding selber festhalten. Ich habe schon geguckt, leider findet man hier keinen Haltebügel oder dergleichen, und auch von selbst hält das Ding nicht oben. Es ist halt eine sehr einfache Konstruktion. Wir sehen hier Scheibenwischwasser, wir sehen hier die elektrischen Komponenten. Also Antrieb befindet sich unten, Lader und so weiter. Wir haben hier eine ganz normale 12-Volt-Batterie. Das ist alles frei zugänglich und man sieht auch schon ganz gut so an dieser auch vom letzten E-Up bekannten Geschichte mit dem eigentlichen Umbau. Es ist ja eigentlich ein Verbrenner-Chassis bzw. Verbrennerfahrzeug, das eben auf Elektro umgebaut worden ist. Das ist ja mal per se nichts Schlechtes, sondern meines Erachtens definitiv ein Upgrade der ganzen Geschichte. Aber man sieht halt, wie man hier eigentlich jetzt diese ganzen Aggregate hier großzügigst unterbringen kann, ohne dass man hier Anpassungen vornehmen hat wollen. Ist auch sicher eine gewisse Form des Gleichteilerprinzips. Das bedeutet natürlich auch für den VW-Konzern hier eine Kostenersparnis. Ich teile diese Ansicht, weil das für diese Klasse Auto einfach wurscht ist, ja, ob das jetzt hier komplett neu gemacht wird oder nicht, weil grundsätzlich ist er ja recht sparsam. Die Heizung ist es natürlich nicht ganz. Wir haben hier ein normales BTC-Heizelement verbaut. Das BTC-Heizelement sollte sich auch übrigens hier drunter verbergen. Also man sieht es jetzt natürlich hier nicht, aber auf der rechten, von mir aus gesehen, rechten unteren Seite, also links vorne unten im Fahrzeug, sollte das eigentlich funktionieren. Jetzt machen wir hier wieder die ganze Geschichte zu. Und wir haben eben dieses BTC-Heizelement. Das bedeutet natürlich auch höheren Heizungsverbrauch. Einen sogenannten Wärmetauscher, Wärmepumpe in dem Sinne, gibt es hier für das Fahrzeug nicht, auch nicht gegen Aufpreis. Das muss einem bewusst sein. Aber man kriegt doch für deutlich unter 20.000 Euro mit vernünftiger Ausstattung, also Tempomat, Sitzheizung, Rückfahrkamera und, ein sehr solides Fahrzeug zum kleinen Preis, eben mit Kaufbatterie, das sich sehr agil fährt, das sich sehr spurtreu, sehr sicher fährt grundsätzlich. Man darf natürlich nichts erwarten, dass, sage ich einmal, einer höheren Klasse Polo, Golf entspricht. Das wäre illusorisch. Aber auch unter den E-Autos bin ich mir sicher, wird der E-Up erst jetzt richtig, richtig attraktiv. Vielleicht noch zum Abschluss. Auf das Thema Laden gehe ich ja gesondert ein, aber ich zeige den ChargePort natürlich gerne her mit dem Combo 2 Stecker. Also sprich AC im oberen Teil, das ist jetzt versperrt, und DC im unteren Bereich, ja, also ihr müsst es aufsperren quasi, dass das auch funktioniert. Schauen wir mal kurz hier, ob das jetzt hinhaut. Ja, genau, also er hat jetzt wieder aufgesperrt. Und dann kann man sich das hier angucken,
wie das aussieht. Ne? Genau, man sieht auch hier schon, dass er zweiphasig lädt. Also wir sehen hier, dass der L3 sozusagen die dritte Phase ungenutzt ist. Das ist auch nicht notwendig. 7,2 Kilowatt AC zu Hause genügen, um das Fahrzeug in 4-5 Stunden immer gut voll zu kriegen. Das ist auch nicht standardmäßig, sage ich einmal. Bei vielen Fahrzeugen, die auch teurer sind, die laden teilweise noch immer einphasig. Mittlerweile geht aber der Trend natürlich stark zum Dreiphasigen hin. Ja, und auch die hinten getönten Scheiben, man sieht es natürlich ganz gut, ist eine Form der zusätzlichen Eleganz, die das Fahrzeug sicherlich verdient hat. Ansonsten würde ich sagen, für den Außenbereich, auch hier, was man eben schon kennt, was eigentlich keines großartigen Kommentars bedarf, würde ich sagen, war es das von meiner Seite aktuell. Und ich würde mich freuen, wenn ihr dann beim nächsten Video auch wieder vorbeischaut zum neuen E-Up. Und übrigens, ja, wir sind halt ganz normal, wie schon erwähnt, im Halogen-Zeitalter stecken geblieben. Wir haben hier grundsätzlich auch bei den Rückleuchten ganz normale Birnchen. Ich sehe das aber auch grundsätzlich gar nicht als Problem. Ich erspare es euch jetzt in diesem Video, das euch anzuschauen, wie das aussieht. Das werden wir dann bei einem Nachttest machen. Und eben so Kleinigkeiten wie Heckscheibenwischer oder Antenne brauchen wir nicht weiter großartig zu kommentieren. Ja, dann hoffe ich, dass das Video einen grundsätzlichen Eindruck des Fahrzeugs euch vermittelt hat. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid und kann auf jeden Fall schon jetzt sagen, dass mir der E-Up sehr, sehr gut gefällt und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim nächsten Video.